schweren Figuren von Patrick Preller. Ja, die wiegen schon so einige Kilos. Die gibt es nämlich in verschiedensten Größen, ab 3 Meter bis 10 cm. Ja, und heute wollte ich Ihnen diese Figuren einmal vorstellen. Patrick Preller, ein Künstler aus Süddeutschland, Jahrgang 1973, hat durch Zufall und aus Resten, aus Metallresten, irgendwann seine fantastischen Monster erfunden. Und mittlerweile gibt es eine riesige Monsterfamilie. Aber man muss sagen, Patrick Preller hat so viele gute Ideen, die er bei der Herstellung seiner Monster sich einfallen lässt. Das ist schon wirklich eine ganz fantastische, ausgefallene Serie ist, die er dort hat entstehen lassen. Mittlerweile haben sich Patrick Prellers Geschöpfe bei uns derart vermehrt, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf wachsen. In einer Raumecke ist gerade noch Platz für eine Sitzgruppe, über der ein spuckiger Monsterkronleuchter baumelt. Drumherum biegen sich die Balken vieler Regale. Doch das Leben in den Fächern ist kaum noch zu bändigen. Da springen zwei Monster händewedelnd aus dem Toaster, floaten weitere durch Goldfischkugeln und Lavalampen, sind als Flaschengeister aktiv und Linsen aus Cocktailgläsern. Genauso begeistert bringen sie einen Fernseher im Monster-TV auf Trab. Erschrecken Schnecken als süßester Schreckenschneck, den es je gegeben haben dürfte. Bringen Verkehrsschilder aus der Fassung und flitzen auf einem Skateboard dahin. Gerne übernehmen sie auch Funktionen, wie das Leuchten als Monsterlampe. Lassen sich als Schachfiguren herumschubsen, mischen Minigolfbahnen auf und bieten dem Rastlosen als Monsterbank Gelegenheit zum Innehalten. So selbstverständlich durchmonstern Prellers Objekte jeden Lebensbereich, dass uns bei ihrem Anblick wohl kaum in den Sinn kommt, dass sie das Ergebnis einer aufwendigen Verschmelzung von künstlerischer Idee mit schweißtreibendem Handwerk sind. Bis zu 30.000 Grad Celsius beträgt die Temperatur, wenn der Künstler ein Monster mit dem Plasmaschneider entbindet, indem er seine zuvor auf das Metall aufgetragene Zeichnung akribisch wie ein Chirurg folgt. Freilich ist der Monsternachwuchs dann noch völlig ungeschliffen in Ausdruck und Manieren. Und so entsteht in weiteren Arbeitsgängen das Verschleifen der Kanten und die Oberflächenverarbeitung an, deren Art allein davon abhängt, was Preller künstlerisch vorhat. So wird nicht jedes Monster poppig bunt lackiert. Es gibt auch solche, die einen ungeschützten Rostepil haben. Ist dieser Effekt nicht gewünscht, gibt es einen Anstrich mit Rostschutz, Wachs, Öl oder einem Zinküberzug. Also wir persönlich mögen Patrick Prellers Figuren unheimlich gerne, weil sie einfach einen unheimlichen Charisma und Charme haben. Wenn ich mir zum Beispiel diesen ganz einfaches Monster mal anschaue, er ist trotzdem so liebenswert und lustig anzuschauen. Obwohl ja hier, sagen wir mal, dies einer der einfachen Figuren von Preller ist. Wenn wir uns zum Beispiel hier mal das Bild oder die Skulptur Monster TV anschauen, haben wir übrigens zwei Stück von, einmal mit den Herzen und einmal hier mit den Blumen. Das sind einfach unheimlich pfiffige Ideen, die der Künstler sich ausgedacht hat. Es gibt sogar ein Monster in einem Feuerlöscher. Sieht auch sehr witzig aus. Natürlich mögen wir auch Bilder, weil wir eine Galerie sind. Und aus dem Grund finden wir auch die Monster in den Bilderrahmen sehr schön. Diese gibt es auch in verschiedenen Versionen. Hier zum Beispiel die Fische. Oder den Monsterkönig. Ganz wichtig. Sollten Sie Interesse haben, weitere Monster zu sehen, dann suchen Sie doch unsere Webseite und unseren Online-Shop. Dort finden Sie viele Figuren und Sie können sich einen entsprechenden Überblick verschaffen. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben.